Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, heute sind wir natürlich mitten in der Nacht hier in dem Haus. Haben wir uns ja ein bisschen freigemacht in der letzten Folge. In der nächsten Folge wollen wir in die Stadt gehen. Die ist hier drüben irgendwo in diesem zerstörten Streifen. Wird bestimmt lustig. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir die Nacht überleben. Und ich wollte mich da hochbauen, weil da ist noch eine Kiste. Und da wollte ich mal gucken, ob es da was Schönes gibt für uns. Den Loot können wir leider noch nicht hochskillen. Warte mal, können wir noch mal gucken. Aber ich glaube, wir haben noch nicht geskillt. Doch, wir haben geskillt. Dann werden wir mal den Loot hier ein bisschen Quality Joe. Was müssen wir machen? 40 plündern. Haben wir noch nicht. Scheiße. Ah, jetzt kommt doch noch so ein Kackgeier. Wir brauchen mehr Punkte, wa? So, halt mal 14. Jetzt können wir das natürlich nicht mehr nehmen, weil... Doch, ist 8. Ne, wir wollten das machen. 16. Ach, fehlen uns wieder 3 Punkte. Na toll. Na gut. Beim nächsten Mal denn. So, dann machen wir mal die Kiste auf. Mal sehen, ob wir was Schönes finden hier. Ein Klo. Ein Klo ist gut. Da können wir Papier reinschmeißen. Da können wir mal hier so die Sachen, die wir jetzt überhaupt nicht bei brauchen, einfach mal reinschmeißen. Rohes Fleisch brauchen wir nicht bei haben, vor allem weil da die ganzen Hunde rumrennen. Die ganzen Lernsachen, das brauchen wir auch nicht, weil wir sind sowieso überhitzt permanent. Und dann machen wir uns mal noch eine Kiste, dass wir hier wenigstens die Sachen alle lagern können, die wir so finden. Dann kommen wir später hier wieder zurück und werden dann mal sehen, was wir mitnehmen nach Hause. Und was wir hier lassen müssen erstmal. Brauchen wir auch nicht, Kaffee brauchen wir auch nicht, das auch nicht. So, den Verband, den brauchen wir auf jeden Fall, weil da waren Hunde, die haben wir ja schon gesehen gehabt. Die Schaufel brauchen wir jetzt auch nicht, unbedingt. Das Jagdmesser, ich weiß nicht, im zerstörten Streifen, ob es da viel zu jagen gibt, aber wir werden es einfach mal mitnehmen. Und ich wollte mir noch ein paar Pfeile bauen, weil die sind jetzt echt rar. Wir haben echt sehr viele Federn. Aber nicht genug Steine. Dann machen wir erstmal Pfeile und dann holen wir uns noch ein paar Steine draußen. Können wir jetzt in der Nacht machen, wenn uns nicht dieser scheiß Kanarienvogel da gleich umhaut. Na komm, wir werden mal leise agieren. Ach, das ist der Mond. Ah, da ist der Kackgeier. Dann gehen wir mal da lang. Da waren ja auch Steine irgendwo. So, kurz mal am Himmel gucken. Nicht, dass hier auch gleich der nächste Geier ist. Gehen wir mal dran, ne? Naja. Irgendwo höre ich einen zerbrutzelten. Das wäre im Grunde schön, wenn man die Nacht so sehen würde, weil die leuchten würden. Das wäre noch optimal, finde ich. Das fehlt noch. Und vielleicht gehen wir ja damit hoch ein bisschen, wenn wir hier noch ein paar Steine klatschen. Oh. Aber ich sehe hier keine Steine. Könnte das ein Problem werden? Ich will jetzt ohne jeden kleinen Stein hier aufheben. Na komm, wir nehmen mal hier unsere Waffe. Boah, hier ist ein zerbrutzelter, der langläuft. Und uns gleich zerdödelt. Es sieht hier relativ ruhig aus. Ich höre aber irgendwas knistern. Da hinten, wa? Da hinten rennt einer. Gut. Er sollte uns hier aber nicht stören. Hoffe ich mal. Links haben wir jetzt schon Werkzeug, dass das hier relativ schnell geht, das Abbauen. Unten haben wir auch noch einen Stein. Den holen wir uns auch noch. Du bleibst da hinten, das ist sehr schön. Alles, was weg ist von mir, ist gut. Dass wir hier nachts um unser Leben rennen müssen. Hätte ich jetzt voll gar keinen Bock drauf. So. Aber irgendwie knistert hier doch alles sehr laut. Ist das ein anderes Haus? Da ist ein Zerbrutzelter.
Ja, toll. So. Was? Wie hast du mich gesehen? Ah. Mach hier nicht alle Zombies wild. Oh, die sind wenigstens langsam nachts. Ah, die habe ich hier gut zerlegt gerade. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Nägel. Na super. Da hinten wäre noch ein zerbrutzelter. Aber es ist nur ein. Nee, da hinten ist nur einer. Oh. Aber ein schönes Häuschen hier, ne? Ah, der ging voll daneben. Ah, der hat auch nicht so gut getroffen. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Ich gebe mal noch ihn. So, der ist weg. Aber da war noch irgendwo einer. Ah, jetzt leuchtet er. Genau so muss es sein. Treffe ich den? Nee. Tatsächlich zu weit weg. Problem ist, ich weiß nicht, was in dem Haus los ist. Nicht, dass da uns gleich sonst was anfällt. Gut, der hat uns wohl gesehen, glaube ich. Warte, ich muss nachladen. Gut, dann haben wir die auch weg. Hört sich auch viel ruhiger hier an. Und wir haben noch einen Stein. Toll. Ach, und wir überhitzen mitten in der Nacht. Na klar. Ist natürlich viel zu warm hier. Hat uns jemand erwischt, dass wir da so ein bisschen angeschnuddelt sind? So. Fürs Haus nehmen wir mal die große Waffe. Ah, hier ist ja alles offen. Wir brauchen nicht mal durch die Tür gehen. Wir können schon mal reingucken. Da liegt einer. Ja, ich glaube, der weiß, dass wir da sind. Oh. Ich glaube, der weiß ganz genau, dass wir da sind. Ich bin mir nicht sicher. So, aber das hat's erlebt. So, wir dürfen wohl nicht hopsen, hat er uns gehört. Ups. Da hinten sitzt noch einer, wa? Ja. Oh, das hat's auch erledigt. Da ist noch einer. Ups, Entschuldigung. War nur aus Versehen. Sauber. Okay, jetzt ist er wohl wach. Kommst du? Ja, er kommt. Ach, Gottchen. Ich habe ein bisschen früh losgelassen. So, mein Guter. Schlaf schön. Das Wasser ist gut. Wir sind nämlich schon wieder überhitzt. Wir haben auch Durst. Sollten wir uns mal ein bisschen was reinzerren. Nicht, dass er hier gleich tot umkippen. So, ich sehe schon, Steine haben wir wieder genug. Oh, trinken wir gleich. Uns ist richtig satt hier. Wir könnten mal im Grunde auch noch was essen. Ja, können wir beide essen. So. Vielleicht haben wir Glück und finden hier zufällig noch einen Kochtopf. Ich hoffe, ihr spawnt jetzt nicht nach. Mach hier alles leer. Aber ich denke, die jetzt eigentlich... mir ange... Da liegt noch einer. Kommst du? Glaube ja. Hier bin ich. Ups. Wie konnten der jetzt da durchgehen? Ja, das schmerzt ein bisschen, aber ist auch gleich vorbei.
Kommst du? Nicht dabei. Na toll. Hatten wir jetzt eigentlich geskillt gehabt? Quatsch, da? Nein. War denn da schon wieder für eine Nachricht gewesen? So, haben wir jetzt hier mal Ruhe? Oh, dich hatten wir unten noch nicht angeguckt. Nee, dich meine ich. Ah, Schuhe. Wir sind ja noch beim Händler in der Nähe. Vielleicht können wir ihnen die bringen. Ist ja gar nicht so schlecht. Wir können im Grunde alles sammeln, dann in dem Haus lagern und dann sämtlichen Schrott, den wir nicht brauchen, verkaufen. Oh, liegt da noch einer? Nein. Und da auch nicht. Die Waschmaschine ist hier in dem Haus aber neu. Die kenne ich noch ja nicht. So, kommen wir hier ran? Ja, ein bisschen. Ah, für das Klo müssen wir wohl doch hier die Barrikade wegmachen, oder? Nein, komm mal ran. Ah, komm. Schmeiß mal raus. Ich weiß, da draus kann man Dünger machen, aber wir nehmen schon genug Scheiß mit. Da brauchen wir nicht das auch noch mitnehmen. Ein kariertes Hemd, sehr schön. So, dann mal gucken, was uns hier oben erwartet. Sieht noch sehr ruhig aus. Gesperrt natürlich. Machen wir erstmal die Tür auf. Natürlich sind hier auch Zombies drinnen, ne? Na komm. Hau die Tür auf. Na komm. Du fällst ja schon. Na toll. Scheiße. Hast du gesehen, wo ich langgelaufen bin? Genau. Komm her. Sei doch nicht so aggressiv, Mann. Ist doch alles gut. Alter, was machst du denn da? Ah, er spült mich selber. Läuft da gerade eine Horde lang? Alter, fuck off, ey. Ups, ich kenne. Alter. Rennt da eine Horde lang? Na, das hätte ja was werden können. Da hinten läuft noch so ein zerbrutzelter. Da oh. Kommen denn die jetzt alle her? So, ist die Horde da weg? Fehlt mir ja jetzt hier noch nachts. So eine Kackhorde. Aber die scheinen weg zu sein. Nehmen wir hier in der Zwischenzeit die Steine kurz mal weg. Lassen wir die mal kurz spielen da hinten. Ich hoffe, die laufen auch gleich weiter. Ja, irgendwie höre ich sie noch. Ja, irgendjemand ist da sehr aktiv in dem Haus. So, das Steinchen noch und dann gehen wir mal gucken, was da noch drin ist. So. Molly nicht unbedingt. So, da ist keiner stehen geblieben, ne? So, ihr seid auch alle weiter. Geht sehr gut. Aber irgendjemand ist doch noch hier, oder? Oder ist sie oben? Und da hinten. Okay, die hat keine Zeit für mich. Da möchte ich auch nicht stören. Auch wenn die Geräusche jetzt im Hintergrund wahrscheinlich sehr nervig sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier irgendwo ist noch einer.
Naja, lassen wir sie da unten. So, was haben wir hier? Schön vorsichtig um die Ecken gucken. Da klopft schon wieder jemand. Noch ein Röhrchen, okay. Ein bisschen dreckiges Wasser. Hat sich jetzt gerade sehr nah angehört. Ein bisschen Geld. Gut, mehr ist hier nicht. Ja, war ich dran, ja. Konnte man hier nicht noch hochgehen? Kann man. Okay, alle durch hier. Wir haben schon wieder zu viel Müll. Was machen wir denn klein? Nägel brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Die können wir auch mal zerlegen, damit wir Platz haben. Das kann auch zerlegt werden, weil Blei haben wir da oben. Ihr könnt da mal aufeinander. So, dann können wir das nämlich mitnehmen. Ich will nämlich alles verkaufen. Wir haben ja den hier Gott sei Dank in der Nähe gleich. Den Händler. Ja, komm. Schaffst du. Jetzt schaffst du. Oh. Du! Ja, ey, warte mal. Das war doch alles aus Versehen, Mann. Alter. Da landen sie genau neben mir. Das ist da Betrug. Er hat da gescheatet. Aber die Tür ist offen. Ist ja auch schon mal was. Da haben wir hier ein Bücherregal. Ansonsten sieht es hier recht ruhig aus. Okay. Bis auf die da draußen. Die stöhnt da sich ihn ab. Die ist da beschäftigt mit dem Lagerfeuerchen. Und ich kann mir auch zerlegen. Brauchen wir nicht. Okay. Dann haben wir das Häuschen gelootet, dann werden wir mal zurückgehen zu dem anderen Häuschen. Wenn ich das jetzt finde. War bestimmt das hier, wa? Ich hoffe. Nicht, dass wir jetzt sonst wohin latschen. Und dann haben wir ja auch schon wieder Tag. Sind wir ja ganz gut durchgekommen über die Nacht. Hatten wir ein paar Zombies gehabt. Und wir haben noch ein paar Sachen gefunden. Wo ist denn das Haus? Ich bin ja froh, dass man hier langsam mittlerweile rennen kann und nicht permanent brennt. Eine Zeit lang ist man ja hier irgendwo raufgetreten und hat gebrannt sofort. Und das war auch schon langsam ein bisschen doof. Ja. Ich wollte eigentlich hier meine Woodframes mal bitte holen. Damit wir uns da wieder hochbauen können, aber ganz vorsichtig rin gucken hier. Es kann nämlich sehr, sehr gefährlich sein. So, wir... Ah, ich sehe nichts. Hatten wir hier reingeschmissen. Geld und Fleisch und Eier. Hatten wir ein paar Eier gefunden? Die haben wir nicht. Papier hatten wir aber gefunden. Essen haben wir. Gläser hatten wir... Dreckiges Wasser können wir da reinschmeißen. Und den Rest müssen wir dann hier reinschmeißen mal. Zack, 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 zack. Kohle brauchen wir nicht bei haben. Da können wir aber richtig zum Händler gehen. Warte mal, Kaffee hatten wir gut. War auch hier drin. So, das Wasser brauchen wir auch nicht. Die Steine brauchen wir jetzt auch nicht. Federn brauchen wir nicht. Ich denke mal, Pfeile haben wir genug. Die Pistole. Boah. Brauchen wir auch nicht. Jetzt mitnehmen. Ich möchte ja ein paar Sachen finden. So, das kann noch raus. Blei haben wir. Hatte ich nicht mehr Blei? Keine Ahnung. Ach, da ist es. Nicht gesehen. So, dann werden wir die Folge mal pünktlich beenden. Und uns dann auf den Weg in die Stadt machen. Und mal sehen, was wir da noch alles finden. Ich bin gespannt und freue mich natürlich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Tschüss!